einen wichtigen Meilenstein in der Beweisführung zum Leben nach dem Tode hatte Dr. Emil Matthiesen mit seinem dreibändigen Werk »Das persönliche Überleben des Todes« gesetzt. Herausgegeben wurde es vom Wissenschaftsverlag Walter de Gruyter in den Jahren 1936 bis 1939. Emil Matthiesen kam 1875 in Estland, in der Stadt Dorpat, heute Tartu, als Sohn des Bürgermeisters zur Welt. Später studierte er Philosophie, Naturwissenschaften und Musik. Zuerst in Dorpat und dann an der Universität Leipzig, wo er im November 1896 zum Dr. Phil promoviert wurde. 1929 erhielt er einen Lehrauftrag für Kirchenmusik an der Theologischen Fakultät der Universität Rostock. Emil Matthiesen komponierte Lieder und Balladen, Kammer- und Orgelmusik. Neben seinem musikalischen Schaffen beschäftigte sich Matthiesen intensiv mit parapsychologischen Forschungen. In seinem Werk führte er zahlreiche Phänomene an, die aus seiner Sicht das Weiterleben nach dem Tod empirisch beweisen. Darum auch der Untertitel, der heißt »Eine Darstellung der Erfahrungsbeweise«. In seinem Werk beschreibt er eine Fülle von Erfahrungen mit Wahrnehmungen von Geistern und verschiedenen medialen Wirkungsformen. In seinen Büchern werden auch außerkörperliche Erfahrungen und Nahtoderfahrungen beschrieben. Solche wurden durch Sterbeforscher einer breiten Öffentlichkeit ja erst in den 80er Jahren bekannt. Alle beschriebenen Phänomene werden von Emil Matthiesen mit wissenschaftlichem Ansatz analysiert, sachlich kommentiert und in einen umfassenden Zusammenhang gestellt. Dabei wird auch sorgfältig auf Gegenargumente eingegangen. Als seine erste Frau verstarb, durfte er von ihr, über eine Bekannte, auch Hinweise aus der jenseitigen Welt empfangen. Durch die ablehnende Haltung der Nationalsozialisten zur Parapsychologie wurde dieses wichtige Werk jedoch in Deutschland um seine Wirkung gebracht. Dr. Emil Matthiesen starb 1939, kurz nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, an Leukämie. Es gibt Werke, die zeitlos sind und die wir nicht vergessen sollten. Die Bücher von Emil Matthiesen gehören auch dazu.